Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir sind wieder auf dem Weg in Richtung zu Tarok, wollen ihm das ganze Krams geben, was wir jetzt eingesammelt haben. Und ich wollte jetzt einmal gucken, ob wir hier oben vielleicht irgendwo noch irgendwelche Orks, Monster oder was weiß ich was vergessen haben. Aber irgendwie. Ah ne, warte, wir müssen ja ins neue Lager. Zu Mine im neuen Lager. Da finden wir ja das Ulumu. Da finden wir ja Tarok. Aber wir können hier auch mal. Es macht gar keinen Sinn, hier jetzt noch weiter in den Süden zu gehen. Bleiben wir mal in Richtung. Wo muss ich genau hin jetzt? Hier. Den Weg entlang. Gehen wir mal in Richtung hier neues Lager in die freie Mine und geben dann Tarok die Zutaten, dann wir auch das Ulumulu bekommen. Ich sag's viel zu oft Ulumulu. Ich mag irgendwie dieses Wort. Hört sich so lustig an, auf jeden Fall. Und in die Orkstadt gehen wir mal ein andermal. Wo war das jetzt nochmal? Da geht's. Ah, hier geht's in die Orkstadt, das heißt, wir müssen dahin. Obwohl, da war doch auch hier, genau, das verlassene Lager, genau. Nee, doch nicht, das war nicht das verlassene Lager. Das war hier irgendwo. Dann können wir da einmal pennen gehen. Einmal nächtigen, genau hier war das. Da wären wir auch schon. Nächtigen wir hier einmal. Ich habe keine Ahnung, wer hier gelagert hatte. So, bis zum nächsten Morgen. Gesundheit ist auch wieder voll. Und es ist jetzt Tag. So, dann gehen wir mal. Ist das hier jetzt der schnellste Weg in Richtung neues Lager? Oder? Oder eher. Ne, das ist der schnellste Weg jetzt gerade. Ich habe keine Ahnung, ob hier aber neue Gegner irgendwo gespawnt sind. Hier definitiv nicht, oder zumindest nicht sichtbar. Boah, ich wünschte mir wirklich, dass die Gegner neu spawnen. Ah ja, genau, hier kommen wir ja an der einen Klippe. Hier war ja auch ein Schattenläufer. Mal gucken, ob der vielleicht wieder gespawnt ist. Eigentlich nicht, ne. Der ist hier nicht nochmal neu gespawnt. Schade. Ich glaube, neu hier hat er nur jetzt da, wo er wusste. Beziehungsweise da, wo er selber jetzt geschrieben hat, wo die sind. Dass nur da welche neu gespawnt sind. Also das heißt dann jetzt erstmal den ganzen Weg wieder runter, damit wir den Berg auf der anderen Seite wieder hoch können. Da unten hat sich auch nichts neu gespawnt. Was ich jetzt aber schade finde, vielleicht jetzt, wenn wir wieder zurückkommen, sind da ein paar neue Minecrawler.
Minecrawler Warriors. Das wäre super. Dann können wir noch ein paar Panzer mehr kriegen. Dann können wir auch mal diese Minecrawler-Panzer-Rüstung kriegen. Und ich hoffe, die ist besser als die, die wir jetzt haben. Obwohl ich diese schwarz-rote Rüstung am liebsten hätte. Die würde ich gerne behalten. Und, ich wollte schon sagen Feuernation, aber ich meine schon vom alten Lager. Da gefällt mir farblich am besten. Und die eigentlich am meisten bisher wegen mir gelitten haben, waren eigentlich hier die vom neuen Lager. Die haben am meisten gelitten. Da habe ich am meisten welche ausgeschaltet. So, dann wären wir auch wieder da. Und hier auch noch einmal da rechts rum. Obwohl, wir können noch einmal bei hier Kronos schauen. Naja, können wir nachher schauen. Erstmal das Ulumulu holen. Bei Kronos können wir gleich nochmal schauen, wenn wir da wieder zurück sind. Dass wir da vielleicht mal etwas für mehr Stärke oder so holen. Ein Armband, Kette, wie auch immer. Habe ich noch einen Geschwindigkeitstrank? Ne, die trinken wir jetzt lieber nicht. Hätten wir vorhin trinken sollen. Man muss eben ich halte mich da lieber raus. Erzählt. Es war doch klar, dass es... Okay, Gorn scheint jetzt nicht wieder hier zu sein. Bestimmt ist er noch unten und sagt uns jetzt gleich über Bescheid so... Die Mine ist von den Minecrawlern überrannt worden. Und da muss ich wieder eine Brutmutter ausschalten. Also mich würde es freuen. Dann heißt das mehr Panzer, bessere Rüstung und nochmal ein paar Erfahrungspunkte. So. Echt, ist schon ein bisschen... Naja, ich weiß jetzt nicht, wie ich diese Stille füllen soll, weil hier keine Gegner mehr sind. Weil wir schon alles ausgeschaltet haben. Aber wir sind zumindest schon mal da. Immerhin angekommen und... Goron müsste jetzt immer noch da unten sein, ne? Ja, er ist noch da unten. Quatschen wir mal als allererstes mit ihm. Hallo. Hi. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lee die Verstärkung hier hochschickt. Solange werde ich es mir hier gemütlich machen. Okay, wann will Lee die Verstärkung bis später. Hier schicken? Speichern wir mal und gehen rein. Also noch sind hier keine neuen Minecrawler. Da unten auch nicht. Hier müssen wir rein. Und runter. Ah, da ist wieder ein toter Gardist.
Schön, dass die jetzt irgendwie nach und nach wieder neu spawnen. Aber droht spawnen. Gut, dann auf zu Tarok. Der ist ja nicht mehr weit von hier. So, und dann erstmal hier hängen bleiben und dann da vorne. Hat er sich gerade hingesetzt? Das ist immer noch Orksklave heißt. Ich habe alle Teile für das Ulumulu zusammen. Ich habe alle Teile für das Ulumulu zusammen. 10.000. Fremder seien starker Krieger. Geben Teile. Tarok machen Ulumulu. Hier. Fremder tragen Ulumulu mit Stolz. Tarok jetzt schlafen. Okay. Wo ist denn das Ulumulu? Ulumulu. Das Ulumulu ist ein Zeichen großer Stärke und Würde. Der Träger dieser Standarte hat vor Orks nichts zu befürchten. Mach ich auch nochmal. Speichern. Also. Jetzt bin ich gespannt, was Gorn gleich sagt. Wenn er das sieht. Nicht, dass er mich jetzt deswegen angreift. Aber viel Schaden gibt das Ding wahrscheinlich nicht. Also weit kommen wir damit nicht. Also der gibt ja weniger Schaden als der hier. Und wir haben sonst nichts, was stärker sein könnte. Außer das hier. Alter, wie viele Bolzen und Pfeile wir schon haben. Hier. Boah, diese Treppe dauert auch so ewig, wirklich. Aber ich finde es jetzt schade, dass keine neuen Minecrawler hier entstanden sind. Da ist Gorn. Okay, der hat nichts dagegen, dass ich das Ulumulu habe und ein Freund der Orks jetzt gerade bin. Eine interessante Ork-Standarte, die du da hast. Stammt sie von dem befreiten Ork-Sklaven in der Mine? Es ist ein orkisches Symbol für Freundschaft. Ich will damit die Stadt der Orks betreten. Ich hoffe für dich, die Orks respektieren dieses Etwas. Bis später. Kapitel 5. Die Hüter des Portals. Wie schnell kommen neue Kapitel? Wir haben gerade erst Kapitel 4 begonnen. Jetzt sind wir schon Kapitel 5. Genau hier. Okay, ja, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, sagen wir so. Wie schnell das ging.
Aber dann können wir mal mit Kronos und so mal quatschen. Vielleicht haben die wieder Erz. Die müssten jetzt wieder Erz haben. Dann können wir da den ganzen Mist, den wir haben, hier verkaufen. Also ich muss ein bisschen wieder Yoshi im Auge behalten. Yoshi hat nur Blödsinn im Kopf gefühlt. Für die, die es nicht wissen, Yoshi ist meine Wasserschildkröte. Der ist hier ein paar Meter von mir entfernt. 2 Meter vielleicht. So. Die reagieren gar nicht drauf. Okay. Vielleicht lassen wir doch erst einmal unsere Hauptwaffe bei uns. So. Für den Fall, dass wir angegriffen werden. Und packen die erst aus, sobald wir vom Orklager sind. Aber jetzt erstmal hier mit den Jungs und Mädels quatschen, beziehungsweise eher nur die Jungs. Na ja, komm. Erstmal mit oder Kronos. Hallo. Hi. Ich benötige eine Tausch. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Ah ne, der hat ja hier. Oder warte, was hat er? Stärkebonus nochmal 10. Nochmal 5. Nochmal 10. Schutz vor Feuer, Schutz vor Magie, Schutz vor. Nee. Lebensenergiebonus. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Bisher nichts, was wirklich mehr macht an Stärke. Untote vernichten. Ich könnte ihm höchstens die Ringe der Stärke da kaufen. Stärkebonus. Nee. Aber eins für dich, man muss ja nicht gleich wieder wissen. Wo waren das? Schutz vor Waffen. Oder nee, lassen wir. Der hat nicht wirklich das, was wir brauchen oder haben wollen. Was ist mit Wolf? Hallo. Hi. So. Tauschen. Handelst du noch mit... Ich kaufe... 2200 hat er jetzt. Da haben wir ein bisschen was. Ne, die... Trollhauer. Sumpfheizzähne. Was? Wo waren die Sumpfheizzähne? Einer ist 500 wert. Naja, gut, das kann schon sein. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Alter, was? Quatsch wird viel. Okay. Gut, dass wir das jetzt erst gemacht hatten. So. Auch alles abgeben. Sumpfheihaut. Okay, das passt. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. So, ich höre nicht mehr auf das Gefahr. So, was kann ich noch? Wie komme ich an Felle und heute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Aidan. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Ja, das Bradford haben wir schon. Und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Auf dem Weg zum Austauschplatz. Okay, erstmal abwarten.
nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ne, also den haben wir durch. Man muss eben aufpassen, was man rum hat. So, Bandit. Früher wäre das. Ich höre nicht mehr, aber Balz wird nicht. Wedge, der kann nur was beibringen. Egal, dann machen wir uns auf den Weg wieder ins Ork-Gebiet. Obwohl, hat der noch... Erwache. Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. Ach ne, der hat... Der hat nur Kraut. Gucken, hat Mordrak wieder hier Erz. Früher wäre das damit nicht so zu laufen. Genau. Hallo. Hi. So. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Nee, der hat keinen neuen Erz. Das passiert mir nicht nochmal. Manche lernen eben gar nichts dazu. Ja, wem kann ich noch was verkaufen? Das ist wirklich mein Problem. Ins alte Lager kommen wir ja nicht. Zumindest aktuell. Und können da niemandem was verkaufen. Der tut mir leid, der steckt da fest. Der wird da nicht nie wieder rauskommen. Und ich finde schön, dass die hier alle noch ihre Arbeit machen. Ohne Probleme. Ohne, dass der Reichslord denen noch hier Stress macht oder Lefty. Und dann hier hoch. Hier hat sich nichts neu gespawnt, oder? Vielleicht im Ork-Gebiet haben da ein paar neue gespawnt, weiß ich nicht. Ein paar neue Gegner. Finden wir gleich auf jeden Fall raus. Das wären auf jeden Fall noch ein paar Erfahrungspunkte. Wie viel fehlt uns eigentlich noch? Knapp ein bisschen mehr als 1000. Dann sind wir wieder 10 Lernpunkte reicher. Haben wir hier noch? Der Bandit Wolf aus dem neuen Lager bot mir an, aus den Panzerplatten von meinen Crawlern eine Rüstung anzufertigen. Er zeigte mir, wie man die Panzerplatten von toten Crawlern entfernt. Aber das wollte ich jetzt auch. Der Verband der Ork-Schamane. Ich habe den Ork-Schamanen mit Namen Urshak vor der Wut seiner eigenen Stammesbrüder gerettet. Zum Dank dafür erzählte er mir den restlichen Teil der Schläfergeschichte. Nun kann ich zu Xardas zurückkehren, um meinen Auftrag zu erfüllen. Zu Xardas können wir noch eben schnell. Warte mal. Dann. Genau. Dann machen wir. Das. Okay, da raucht was. Wo war denn Xardas? Hier. Einmal nach oben. So.
Ich suche mal. Ich habe mir die Antworten vom Ork-Schaman geholt. Gut, dann berichte. Die 5 Ork-Schamanen, die den Schläfer riefen, erbauten ihm einen unterirdischen Tempel, dessen Zugang in der Ork-Stadt liegt. Das ist richtig. Undankbarerweise entriss er ihnen ihre Herzen und verfluchte sie und die Arbeiter zu ewigem Untotendasein. Sehr gut, sehr gut. Die Orks verschlossen den Tempel und bringen ihm seitdem Opfer, um ihn zu besänftigen. Hast du einen Weg gefunden, wie du in den Tempel gelangst? Ja, es gibt da einen Ork, der... Keine Einzelheiten. Begib dich zum unterirdischen Tempel. Dort wirst du den einzigen Weg finden, die Barriere zu zerstören. Ich verstehe nicht. War es nicht die Zerstörung der Barriere, weswegen du mich aufgesucht hast? Richtig, aber... Dann geh. Es ist schon genug Zeit verstrichen. Geh und such die Antwort im unterirdischen Tempel. Ich suche magisches Wissen. Nee. Die Mana-Bohnen auch nicht. Was hat er sonst? Mana, Untote vernichten. Feuerball, Feuerregen. Nee, aber... Schade, dass er jetzt... nichts Wirkliches für uns hat. Wie überlebt er eigentlich hier, wenn... da doch hier nichts zu essen? Gibt's hier noch einen anderen Weg raus? Oder runter? Jo, Josh hat gerade Probleme. Dann würde ich sagen, ich beende die Folge. Leider ein bisschen früher als sonst. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!